Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ich befinde mich hier wieder in meinem Studio und heute gibt es mal ein kleines Unboxing, denn ich habe mir was Kleines bestellt und dachte mir, ich mache das mal mit euch zusammen mit auf. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich hier erstmal ein paar Buller, die ja, Softboxen mal anmachen, dass ihr mich überhaupt sehen könnt. So, und zwar ist es, wenn ich mich richtig erinnern kann, weil es ist eine Bestellung aus China gewesen. Jetzt weiß ich nicht, brauche ich das andere Licht auch noch? Nee, das reicht so. Auf jeden Fall war das eine Bestellung, glaube ich mal, aus China, beziehungsweise aus einem Online-Shop ja, verschifft oder versendet worden ist es aus China. Ja, ich habe da zwei Sachen bestellt und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welches von beiden das ist. Ich habe es extra noch zugelassen, also es gab zwar noch eine andere Verpackung, so eine Plastiktüte drum, die habe ich jetzt schon entfernt, aber ich dachte mir, den Karton mache ich mit euch zusammen auf. Weil wenn es das ist, was ich ja, denke, dann wird es richtig geil. Und zwar hat das wieder natürlich was mit meinem Studio zu tun. Normalerweise ja, bestelle ich ja eigentlich keine Sachen aus China oder so, weil das meistens zu 99% eigentlich nur Müll ist. Das heißt, ich kaufe es, schaue es mir an und kann es eigentlich wieder wegschmeißen. Deswegen bin ich ganz schön gespannt, was hier heute drin ist. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal zusammen auf und schauen einfach mal rein, was es ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, hat das was mit meinem Studio zu tun. So, ich schwenke jetzt mal die Kamera, dass ihr auch ein bisschen was sehen könnt. So. Eigentlich ganz easy. Dann mache ich es mal auf. Wow. So. Ja, genau das ist es, was ich mir vorgestellt habe. Ja, das ist genau das, auf das ich jetzt 3 Monate gewartet habe. Wie gesagt, ich bin hier gerade ein bisschen an meinem Studio aufpimpen, ein bisschen ja, schöner herrichten und da habe ich mir, wie gesagt, oder bin auf eine Seite gestoßen, die coole Gadgets haben für, ja, für Büroräume, ja, für ein Schlafzimmer oder sowas und ja, da bin ich halt auf diesen Artikel gestoßen und vielleicht könnt ihr es ja hier schon lesen, ich weiß nicht, ob das jetzt spiegelverkehrt ist oder nicht, auf jeden Fall ist es eine 3D-Lampe und jetzt haltet euch fest an alle Star Wars Fans. Ich selber schaue auch gerne Star Wars. Auf jeden Fall ist es hier eine ganz einfache Platte. Nichts Besonderes. Aber es heißt ja 3D-Lampe. Und zwar ist da drinnen noch wahrscheinlich dann das Teil genau, wo Strom erzeugt. Beziehungsweise hier einfach mit dem USB-Kabel anschließen. Hier haben sie sogar schon Kabel dazugelegt. Und ich muss sagen, ja, was ich immer ganz komisch finde, warum sind da keine Netzstecker dabei? Weil ich schließe das ja nie an den PC an, sondern ich gehe mit dem USB-Kabel dann hier rein. Und ja, ich kann ja schlecht mit dem USB-Stecker in die Steckdose gehen. Also da sparen sie halt dann immer wieder. Aber ich muss sagen, Leute, ich habe unter 10 Euro gezahlt. Ich glaube 8,79 Euro oder so. Auf jeden Fall ein cooles Kabel ist dabei. Und zwar, ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, ein ziemlich dünnes. Sowas habe ich selber noch nie gesehen. Gut, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen soll, weil es ist halt aus China. Und CE-Zeichen oder so wird das wahrscheinlich auch nicht haben. Nicht, dass dann hier mein Studio oder das Haus abfackelt. Den Karton mache ich jetzt mal wieder zu. Den tue ich jetzt erstmal hier auf die Seite. Und ich würde sagen, ich schaue mal, was jetzt hier in der Anleitung steht. Aber wenn ich das anschaue, das sieht schon cool aus. Das ist doch der Todesstern, oder? Ja, wer von euch kennt sich ein bisschen mit Star Wars aus, der kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was das jetzt genau ist. Aber, wie gesagt, ich baue das jetzt mal auf mit euch. Bla bla bla, bla bla bla. 5 Volt, interessiert doch eh keinen. Deswegen würde ich sagen, das Teil kommt einfach ganz easy hier so reingesteckt. So, jetzt müsste das fest sein. Und jetzt brauche ich nur noch ein USB-Kabel, aber ich werde nicht das hier hernehmen, was in der Verpackung dabei ist, sondern ich habe hier irgendwo hier ist alles mögliche an Kabel vorhanden. Zum Beispiel habe ich hier noch sogar Cinch, XLR, HDMI. Ja, da wird wahrscheinlich irgendwo noch ein USB-Kabel dabei sein. Auch geil. Geiler Game Boy Color. Mein Gott, waren das geile Zeiten. Hey. Wer hat es von euch auch gezockt? Eigentlich müssten wir mal wieder eine Runde zocken. Hä? Auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch ein Kabel gefunden. Und ich würde sagen, ich stelle das jetzt am besten, oder ich habe es mir so vorgestellt,
Ihr kennt sie hier, beziehungsweise ich kann ja mal kurz aufstehen. Ihr kennt sie hier, mein ja, DJ-Pult, mein DJ-Tisch. Und ich habe hier zwei Boxen. Ich filme ja dann von dieser Perspektive, das heißt, hier kommt die Kamera drauf. Ich nehme hier einen Live-Mix auf und ungefähr so sieht dann dieses Bild aus, wenn ich das aufnehme. Und ich dachte mir, ich werde dann ja diese LED-Lampe auf diese Box stellen, weil hier an der Seite habe ich nämlich gleich Strom. Und ich würde sagen, ich mache jetzt trotzdem mal die zweite Softbox an. Genau, also wie gesagt, ich wollte es eigentlich hier hinstellen, auf diese Box, weil ich habe halt hier gleich Strom, aber ich sehe gerade, ich habe nur drei Anschlüsse bzw. drei Stecker. Das ist scheiße. Oder ich stelle es dann hier hinten hin. Hier, an dem Tisch, da wollte ich auch noch was machen, aber ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie das Ganze aussieht. So, tun wir mal hier ein bisschen die Sachen auf die Seite. USB-Stick am Start. Da habe ich wieder neue Mucke drauf, Leute. Eigentlich wollte ich ja schon längst wieder neuen Mix hochladen. Ich war so faul das Wochenende, das ist unfassbar. Genau, also Lampe ist hier am Start. Und jetzt hole ich noch mein Kabel. Also hier, ich weiß nicht, ob man sehen kann, wenn die Kamera mal fokussieren würde. Nein, fokussiert nicht. Also hier ist einfach ein USB-Anschluss, Micro-USB. Ich stecke das jetzt einfach mal hier rein. Gut, stabil. Ist was anders, vielleicht kann man das sehen. Also es wackelt ein bisschen. Und ich stecke das jetzt einfach mal in die Steckdose. Ja, ich hoffe, das sieht genauso aus wie auf dem Bild, wo ich mir das damals bestellt habe. Also wie gesagt, 2-3 Monate habe ich extra dafür gewartet. Oder ich habe es eigentlich schon wieder ganz vergessen. Aber ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt mal an. Vielleicht kann man es hier schon sehen. Hier ist der Power-Button oder der Power-Knopf. Und ich glaube, das müsste Touch sein. Schauen wir mal. Okay, das sieht jetzt auf der Kamera nicht so gut aus. Können wir nochmal? Ah, okay, das heißt, es hat jetzt mehrere ja, Farbfunktionen. Grün. Das wird blau. Ja, das ist blau. Gelb. Hellblau. Lila. Und weiß. Und aus. Geil wär's, wenn es so eine Farbmischung hätte, wie bei so LED-Strips. Das heißt, ich drücke da auf den Knopf und die Farben ja, wechseln sich automatisch ab, aber das wird das Teil wahrscheinlich nicht können. Gut, was will man für 9 Euro erwarten? Aber ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal die Softboxen aus und dann, glaube ich, kommt der Effekt mal richtig raus. Oder ist da? Oh, ich sehe gerade, Leute, hier ist noch ja, Folie dran. So, Nummer 1. Jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber, doch, geht sogar noch. Aber ich hoffe, der Effekt kommt jetzt richtig geil rüber. So, muss ich hier hin. Boom. So, boah. Leute, zieht euch das mal rein. Das ist jetzt nur die Lampe. So, und jetzt schauen wir mal, ob das auf der Kamera genauso rüberkommt. Ja, nicht ganz so geil, weil hier unten ist es viel zu hell und in echt ist es super ja, ausgeleuchtet. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal Farbwechsel. Okay, sieht auch nicht schlecht aus. Das soll jetzt grün sein. Auf der Kamera sieht es aus wie hellblau. Dann haben wir blau, gut, das sieht man. Gelb, das sieht hier aus wie weiß. Hellblau, lila, boah, das lila ist geil. Und komplett in weiß. So, drehen wir mal das Ganze. Na gut, wird sich nicht viel verändern. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. So, also ich finde es gar nicht so schlecht und für unter 10 Euro, Leute, kann man sich, glaube ich, echt nicht beschweren. Also so sieht es jetzt nochmal aus. Gut, mit dem Licht jetzt, mit den Softboxen, sieht man das jetzt nicht so gut. Aber ich sage mal so, ich wollte halt einfach ein cooles Gadget hier fürs Studio. Jetzt muss ich bloß überlegen, lasse ich es hier stehen oder baue ich es mir hier irgendwo hin. Aber die Frage ist, dann brauche ich wieder andere Steckdosenleiste, weil hier habe ich nur ja, 3 Stecker frei, beziehungsweise die sind jetzt schon belegt. Jetzt muss ich nur schauen. Gut, da hinten, das Regal, beziehungsweise die Ablage, die kennt ihr ja schon. Da hat sich jetzt auch noch nicht viel getan, aber ich bin dran. Es kamen, wie gesagt, geile Ideen, die werde ich vielleicht umsetzen.
Aber ihr könnt mir auch in jedem Video irgendwelche Ideen von euch noch unten in die Kommentare packen. Aber dass das keine Ding-Funktion hat, ist schon komisch. Wisst ihr, was ich meine? Dass das Licht sich automatisch verändert. Doppelklick? Da war es doch gerade. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz Licht ausmachen. Das ist ja geil. So. Bam. Okay, das kommt leider echt über die Kamera nicht so geil rüber. Aber sieht schon fett aus. Also gar nicht mal so schlecht. Und es hat sogar diese Funktion. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich das gemacht habe. Okay, einfach Double Tap. Das heißt, ich drücke hier zweimal drauf. Und dieses Flashlight geht an. Ich spare mir also eine LED-Lampe. Aber da kommt auch noch was in mein Studio rein. Ich habe schon was gefunden. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe euch am besten gefallen hat von dieser Lampe. Ich kann mal schauen, ob ich den Link jetzt nochmal finde, weil das waren jetzt fast 3 Monate her, wo ich das bestellt habe. Ich habe es schon wieder, wie gesagt, ganz vergessen, dass ich das eigentlich bestellt habe. Ich kann euch gerne mal die LED-Lampe, wenn ich sie noch finde, in die Infobox rein verlinken. Aber ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.